Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich brauche Pflanzenfasern. Mit mir spielt die? Mathilde. Genau. Und ich muss leider warten, bis meine Nahtoderfahrung zu Ende ist, bevor ich den Gyrocopter bauen kann. Hatte ich letztes Mal schon Minen gebaut? Hast du hier Minen gesehen? Ich weiß nicht, musste durchgucken. Irgendwie nicht. Dann brauche ich mal... Ach so, da wollte ich jetzt gleich den Gyrocopter bauen. Ah, mir fehlen Rohre, kannst du machen. Ja, ich hab die Rohre. Oh, du Diebin. Hast du alle Rohre gleich genommen? Alte diebische Elster. Was fehlt mir hier? Oh, ich brauche 25 Klebeband. Ei. Warte, ich pack dir die Rohre hier rein. Warum ist da oben links die Kiste gesperrt? Oben links? Ja. Oh, weil ich die noch nicht entlockt habe. Ach, da sind die ganzen Schematas und so, hatte ich da reingepackt. Ich wollte mal so für jeden nochmal 6 Rohrbomben machen. So, ich brauche Klebeband. So, ich fahre mal zur alten Basis. Mhm. Weil ich hab noch so viel Scheiß dabei. Lassen wir mal hier. Klebeband, Klebeband. Mathilde braucht Klebeband. Ah, nicht das. Blockiert das überall. Ich. Ja, dann gucke ich mal, ob wir noch drüben Klebeband haben. Ja, ich kann mit Klebeband machen, das ist nicht das Problem. Ach so. Wir haben noch genügend Knochen. Barek. Na? Madame hat doch geschrien. Warum sehe ich keine Zombies? Oh, da kommen sie in Reihe und Glied. Ich bin da. Wo kommen sie in Reihe und Glied? Nur 3 oder 4 Stück. 3. Treff die nicht, das gibt's doch nicht. Danke. Bitte. Irgendwo ist da noch jemand. Ja, hier unten. Oh, der ist mir zu schnell, den kannst du erledigen. Verdammt, da ist ja noch Krempel drin. Oh, warte. Hier sind ja noch Pfeile. Da Bolzen von dir. Nehme ich mal mit. Ich habe ja auch von oben geschossen. Ist dein Tunnel fertig? Nein. Ah, du kannst die erste Phase... Ah, ich weiß nicht, ob du da hochkommst. Nee, komm, ich lass. Sieht mir zu criminal aus mit dem Teil hier. Mit dem Auto ist das auf jeden Fall too criminal. Mensch, da wo ich hinfahre, da waren wir ja schon echt lange nicht mehr, oder? Nee, ich bin noch erst letzte blutrote Nacht da gestorben. So, ich brauche Kleber. Ja gut, da war ich ja nicht mit dabei.
machen wir mal 50 Flaschen Kleber. Ich brauche ja nur 3. Und jetzt noch? Ach so, ich brauche noch Leder. Da haben wir das Leder. Ah, der Gyrocopter braucht nämlich... Scheiße. Der braucht... Was ist das? Ja, ist das eine Einheit? Chassis... Scheiße heißt lange. Also der Chassis, also der Rahmen braucht eine Viertelstunde, bis der fertig ist. Naja, haben wir noch ein paar Tage. Ja, ich habe ihn nur auf den Ausflug gefreut und ich hoffe ganz, ganz dolle, dass man in dem zu zweit fliegen kann. Hoffe ich auch, wird lustig. Kann man nämlich einen schönen Ausflug zusammen machen. Ah, unsere Basis ist mit Zombies verseucht. Das wundert mich nicht. Oh. Dann gehe ich ein bisschen was reparieren. Aber nicht zu viel. Das lasse ich nämlich hier. Scheiße. Scheiße? Oh, zweimal Scheiße daneben geschossen. Ich glaube, irgendwie eine Spinne oder irgendwie sowas ähnliches, ein Kaninchen, ist gerade in den Graben gefallen. Elendig verreckt. Ich sehe gerade, ich hatte noch ganz viele, ich habe noch 50 Patronenhülsen gehabt. Oh. Ich wollte gerade sagen, wird es hier dunkler? Weiß ich nicht, es ist erst 8 Uhr morgens. Naja, es ist schon irgendwie dunkler geworden, gerade in der Einrichtung, wo ich gerade gucke, weil da Wolken sind. Ach so. Also, ich dachte gerade echt so, oh, ist es schon wieder so spät? Nee, so spät ist es doch nicht. So, das waren schon mal 2 Zombies. Oh, wir können die Tür noch verstärken. Hm. Okay, 3 Zombies, komm. So viel dazu, dass Zombies in einer Basis nicht spawnen, wenn man schon lange nicht mehr da war. Ja, aber wir haben das ja auch nicht mehr als Basis deklariert, weil keiner von uns da sein Bett hat. Hm. Das kann sein. Das kann nicht nur sein, das ist so. Oh! Fuck you! Einmal geschlagen und gleich... Ja, komm her, du Arschloch. Das ist mein Haus, wo du drin bist. Ich kenne mich da aus. Ich komme von hinten. Oh, der kennt sich ja auch aus. Entschuldigung, ich bin gerade gegen mein Mikro gekommen. Alter. Schon wieder am Boden. Ich höre dich. Ich traue mich gar nicht in den Keller zu gehen, aber da hatten wir ja nichts, ne? Nee, da war nicht mehr viel. Da könnten wir aber noch Eisen herkriegen. Ich kann mir noch vorstellen, dass da viele Zombies drin sind. Wahrscheinlich. Dann gehe ich da mal gucken. Wie, noch eine? Ja, fuck it, ey, fuck it. Ich glaube, das war ein Nemesis. Und der hört sich auch nicht alleine an. Jo.
Ah, hüpfen, 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 hüpfen. Arschloch. Soll ich den jetzt töten? Waffengewalt? Ah, er boxt sich durch, das ist nett. Fall, du Arsch. Auf zu laufen, du sollst falten. Oh, jetzt rennt er wieder rein. Oh, Mama Mia, kommst du wieder raus? Also der macht unsere Bahn. Oh, wie kommen die denn her? Hallo! Schon wieder runterfallen. Also die zerlegen gerade so ein bisschen unsere Basis. Unsere alte. Gut zu wissen. Na, ich habe da ja sowieso keine. Ja, ich hoffe nur, dass die ganzen... Oh, ich muss hüpfen. Dass die ganzen, Schränke heile bleiben. Das hoffe ich auch. Oh, da ist er ja. Fuck you! Sieben! Gewehr! Ah, jetzt... Und weg. Nachladen. Ah, hoch. Wo ist er hin? Aus dem Weg. Nemesis ist Geschichte. Sehr schön. Puh. Ja, eine Waffenkiste hat er kaputt gemacht. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen hatten wir da schon rausgeholt. Also Munition habe ich alles schon in die Bergfestung geholt gehabt. Ja? Ja, die Munitionskiste ist auch im Arsch. Ja, die habe ich ja schon leer geräumt gehabt. Oh, Gott sei Dank. Die hatte ich, glaube ich, schon vor der letzten roten Nacht leer geräumt. Hatte hier doch einen Rucksack gesehen. Naja, es kommt immer mehr hier. Ah. Okay. Ich werde echt belagert. Okay. Was haben wir denn hier? Die AK nehmen wir mit. Das Scharfschützengewehr, den besseren Lauf. Nägel brauchen wir nicht, aber die Schrotflinten mache ich mal kaputt. Gibt nochmal Munition. Haben wir so viel Waffen gesammelt, die wir gar nicht brauchen. Naja. Vor allem können wir dann in der nächsten blutroten Nacht können wir endlich mal diese gute Munition nehmen. Also diese. Brauchst du noch Betonmischung? Hier ist sowas. Beton haben wir auch noch. Ach, kannst du mitnehmen. Schlecht wird die nicht. Hülsen, ganz viele Hülsen. Das freut mich. Das ist gut. Ich bin hier gerade auch noch ein bisschen am Eisen suchen. Weil wir brauchen definitiv noch ein bisschen Stahl.
machen. Naja, gut, Essen brauchen wir nicht unbedingt. Nee, da haben wir genügend. Oh, jede Menge Geld, die nehme ich mit. Wir gehen nochmal am nächsten Tag zum Händler und dann... Doch mal ein bisschen shoppen. Kaufen wir den alles leer. Alles, was er an Munition hat. Richtig. Ah! Erste Hilfe. Hier raus. Naja, Verbände könnte man auch noch mitnehmen. Ja, aber davon haben wir auch ganz viele. An den Keller habe ich mir auch nicht angetraut zu gucken. Viel Werkzeug, aber das braucht man nicht mehr. Zement, aber ich habe keinen Platz. Ach, ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz im Keller. Ich bin stolz auf dich, dass du dich das traust. Oh. So, ich gucke in der Zwischenzeit mal, was ein Gyrocopter macht. Ich glaube, da wo wir abgebaut haben, sind sie nicht. Noch 2 Minuten. Weil ich auch gar nicht mehr weiß, wo wir da über lang gelaufen sind. Ach, unser Garten. Stimmt, den hatten wir ja auch noch mal. Hm. Ach, war das schön. So. Aber wo war denn die Schmiede für... Oder das zum Eisenabbauen? War das hier hinten? Upsi, upsi. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Ah, hier geht's richtig runter. Alter Schwede. Ja, ich hier glaube, hast du Eisen abgebaut. Hier ist aber schon viel weg. Also ein bisschen ist hier noch, aber... Ja, ich bin jetzt hier gerade so am Eisen machen. Und erstmal muss sowieso jetzt dein anderes Zeug da weg. Bevor ich da wieder in die Eisenproduktion gehen kann. Gut, dann machen wir die Maschinen aus und ich hoffe wirklich, dass du alles in Munition rübergebracht hast, das wir hatten. Wenn nicht, dann ist es jetzt eh egal. Ja. Weil dann ist es jetzt weg. Schweinezombies. Wenn alles gut läuft, können wir morgen wahrscheinlich dann einen Ausflug machen zu den verschiedenen Händlern und klappern sämtliche Händler ab. Und sammeln von denen die Munition ein, was die da haben. Das können wir auch zusammen machen. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass der Gyrocopter Platz für 2 bietet. Das wäre schön. Doch alles. Dann fliege ich dich zu deinem Shopping-Ausflug. Alle Zombies weg. Benzin oder so brauchen wir ja auch nicht mehr, oder? Nee. Da haben wir eigentlich eine ganze Menge von da. Aloe Vera ernte ich nochmal hier. Und ich gucke mal, ob sie in der Garage auch sind. Das würde mich mal interessieren. Hm. Nee, hier ist alles offen.
Brauchst du noch irgendwelche Metallteile oder so? Nee, ne? Batterien oder so ein Scheiß? Nee, Batterie haben wir da drüben, meine ich. Ein Reserve-Moped haben wir hier, ein Taschenmotorrad noch. Ach, schau einer an. Ah! Ja. Machen wir Tür zu hier. Ein Reservefahrrad. Gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder eine ordentliche Menge Eisen abgebaut. Jetzt müsste auch der Gyrocopter-Teil fertig sein. Ich hoffe, der ist nicht zu buggy, wenn er dann fertig ist. Die Teile sind auf jeden Fall fertig. So, jetzt brauche ich noch alles. Ich brauche eine Bleibatterie, ich brauche einen Motor und ich brauche die Reifen. 1, 2, 3 Reifen. Und einen Motor und eine Bleibatterie. Haben wir eine Bleibatterie und da haben wir einen Motor. Puh, der Gyrocopter wird jetzt gefertigt. Und, wie lange braucht er? Der braucht nur noch 1,5 Minuten, also rein theoretisch könnten wir versuchen, gleich dann einen Ausflug zu machen. Ja, aber ich muss mich ja erst gleich noch entleeren. Ja, alles gut, alles gut. Ich höre dich. So, bald ist hier auch das Dings fertig, das Blei fertig. Dann kann ich nämlich das Eisen reinpacken, dass wir wieder Eisen kriegen. Nehme ich mir, dann mache ich mich nämlich weiter hier ans Reparieren bzw. Ausbauen. Ja. Ich bin wieder da. Sehr schön. Stärksten da noch? Unsere Tresortüren. Aha. Ja, die kommen wieder rein. Das ist nicht verkehrt. Noch schon wieder kein Stahl mehr. Ich brauche Stahl. Brauchst du noch für deine Pistole einen Silencer? Also einen Schalldämpfer? Ach, nö. Ach, nö. Ach, hier haben wir 19 Bonbon-Minen. Ach, hatte ich schon gebaut. Ist ja schön. Hm. Musst du ein bisschen durchgucken, die sind ein bisschen durcheinander hier alles.
Wo ist denn der ganze Stoff? Ich habe hier Stofffetzen irgendwo hingeballert. Ah, hier. Ich habe jetzt hier 47 Aloe Vera Creme. Hm. Daraus kann man jetzt natürlich was Tolles anfertigen. Hm. Oh, 41 Erste Hilfe Verbände. Nice. Ja. Da sollen sie auch am letzten Tag ruhig kommen, die Scheißviecher. Ach, hier habe ich noch ein bisschen Stahl. Juhu. Der Scherokopter ist fertig. Den heben wir uns auch für die nächste Folge auf. Würde ich sagen. Okay, dann stelle ich ihn auch noch nicht auf. Genau. Das machen wir nächste. Aber er ist fertig. Er ist fertig, das ist wichtig. Er ist fertig. Also, nächste Folge, Tag 67, versuchen Heinrich und Mathilde einen Ausflug im Girocopter zu machen, in der Hoffnung, dass das ein Zweisitzer ist. Wir werden fliegen. Wenigstens einer von uns. Ja. Oh, Rohrbomben gemacht. Ach komm. Was haben wir dann noch für eine Dynamitstange? Hm, was macht mehr Schaden? Dynamit oder? Ich denke Dynamit, oder? Ich habe keine Ahnung. Klebeband, hast du noch Klebeband? Nee, ne? Nein. Aber ich habe ganz viel Kleber gemacht. Der ist im, im Ofen? Also hier auf dem. Ja. Im Cockpot. Klebeband. Haben wir noch Eisenstangen, dass wir uns einen Schutzkäfig noch machen können. Da waren sie wieder, die Stofffetzen. Ich hab dich gehört, Tussi, wo bist du? Da. Oh. So weit weg oder was? Warum kann ich nicht herstellen? Achso. Das brauchen wir. Ja. Ich kümmere mich noch ein bisschen mehr ums Eisen. Wir brauchen einfach Eisen. Es hilft alles nichts. Ich glaube, Papier hatten wir gar nicht mehr mitgenommen, ne? Mhm. Fehlt uns jetzt etwa Papier? Ja, für Dynamit brauchst du Papier. Aber dann gibt's halt kein Dynamit. Dann eben nicht. Dann gibt's halt noch ein paar Rohrbomben. Okay. Verdammt, da brauche ich ja Pflanzenfaser für. Ja, du, gut, die kriegst du ja schnell. Ja, muss ich nochmal rausgehen. Wie rausgehen? Ja, rausgehen ist eklig, ist voll oldschool, macht man doch gar nicht mehr. Frische Luft und so ist doch eklig. Oh.
Ich dachte erst, das wärst du, aber... Nein, ich bin im Keller. Ich kümmere mich um die Eisenversorgung. Und was das angeht, auch Kohle, weil das ja hier Hand in Hand geht, Eisen und Kohle. Oh, und er lebt noch, scheiße. Du schreist Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? So. Läuft. Ach, da hinten randaliert noch einer. Ah, jetzt fällt er natürlich. Springt natürlich dann runter, wenn ich auf ihn schießen will. Toll, so ein Spielverderber. Ja. Ah, da oben bohrt sich einer rein. So ein Sausack. Ja, komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Hier ist Kohle. Ich will keine Kohle, ich will Eisen. Hey, Soldat, stehen geblieben. Wo war das? Ja, lass es mal durch den Kopf gehen. Da wollten wir schon da wieder rechts von, dem Anfang, wo wir alles zugemacht haben. Na. Irgendwo ist da noch jemand. Ja, ich höre auch hin. Ich gehe mal noch hoch. Vielleicht ist da noch einer. Ja, na. Ich höre jemanden. Ja, die sind... Ah. Ja, eine Schreitussi hat sich hier geradewegs nach unten reingebuddelt. Aber hier hört man auch dein Gekloppe ganz gut. Ja. Also, die reagieren wahrscheinlich auch auf die Geräusche, die wir halt machen. Klar. Ne? Das ist auf jeden schon Fall. Ja, ich bin weg. Da kommt glatt noch ein Leuchtezombie. Hallo, ihr Bauarbeiter. Tut. Ah, Leuchtezombie ist da. Dann bin ich mal weg. Klappe zu. Ne, sind die falschen. Scheiße. Er ist dran vorbeigekommen. So ein Doofmann. Wenn du der Meinung bist, dass wir noch mehr Fallen brauchen, kannst du ja welche anfertigen. Ja, vielleicht noch hier so ein, zwei an der Wand kann man vielleicht noch mal machen. Trifft die nicht? Okay.
Ich sehe noch, einer könnte Motor vertragen. Naja. Motoren haben wir genügend. Oh, Pfeile. Die hole ich mir nochmal schnell. Wer besser sagt Bolzen, aber für mich sind es auch irgendwie Pfeile. Ist noch was im Auto, ne? Wenn ich schon reingehe, kann ich noch mal das Auto leer machen. Hm? Hi! Ah, ich doch richtig gehört. Ich mache doch nicht hier die ganzen Sachen kaputt. Ich habe da nur so ins Blaue geschossen. Ja. Das Loch müssen wir dann irgendwie noch zumachen, wahrscheinlich, ne? Welches Loch? Na, da, wo sich die Schreitussi reingegraben hatte. Wo hat sich die reingegraben? Achso, hier. Du hattest doch eine erledigt. Na, hier oben, ja. Aber da habe ich jetzt gerade nichts. Ja, ist okay. Nur, dass wir uns das merken, dass wir es vielleicht vor unserem Ausflug machen. Hm. Dann nehme ich mir das Werkzeug dafür nämlich mit. Dann kommen da nämlich direkt die Stahldinger rein. Die Stahldinger. Ja, ich mach da kein Experiment mehr und sage, die Pflastersteine sind stark genug. Ja, waren sie auch am Anfang. Ja, am Anfang, aber das ist schon ein bisschen her. Ja, brauchst jetzt keine Pflastersteine mehr bauen, haben doch Beton. Ja. Hatten wir damals noch nicht so viel. Damals hat's noch gehalten. Ah, da war doch Bier, verdammt. Ach, brauchen wir nicht zerlegen. Okay, dann, ihr Lieben. Ja, reingehauen bis zum nächsten Mal, ne? Liken, kommentieren nicht vergessen. Denkt dran, morgen gibt's die Shopping-Tour. Hoffentlich zu zweit werden wir mit dem Girocopter losfliegen können. Und ja, ansonsten arbeiten wir ja hier an unserer letzten Instanz. Ja, der letzte Fight. Das letzte Gefecht, The Stand. Genau. Gut, dann reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.